Du hältst uns nicht auf. Den Bastard. Ah, so viel zum Thema. Ich freue mich darauf. Hatten das mit Verräter zu tun? Hallo. Vor allem das Tanzen. Ich tanze gar nicht mit euch. Ey. So. Zack. Oh nein, Hund doch. Ich hab doch gar nichts gesagt. Doch. Genau so. Zack. Ha. Und leider noch der Gnadenstoß. Obwohl er den nicht verdient hat. So, jetzt plündern wir nochmal. Aber Medizin müsste rein theoretisch voll sein. Ich habe Angst zu gucken, weil dann müsste ich nämlich Medizin verschwenden. Oh, doch, Medizin haben wir bekommen. Okay, und ist auch noch nicht voll. Sehr schön. Gut, dann will ich mal ganz schnell gucken. Charakteranpassung, Ausrüstung, Waffen. Wir müssen jetzt dieses Wulusch oder so bekommen haben, oder? 200.000. Oh. Obwohl, wir sind eigentlich schon relativ gut ausgerüstet. Für 200.000 Lufra, sage ich schon, liefern. Nee, hier haben wir auch nichts weiter. Das ist schon viel Geld, ne? Aber ich glaube, Pistolen, dass wir mit denen schon ein bisschen mehr machen könnten, obwohl die kosten auch so viel. Warum kosten die denn alle so viel? Das ist eigentlich besser, wenn wir uns um unsere Ausstattung kümmern. Gott, die kosten auch noch 60.000. Ich werde nicht mehr. Legendärer Musketier. Ja. Maßgeschneiderte Banditen, okay. Schleichen ist besser, aber wir schleichen ja eigentlich relativ wenig. Eigentlich brauchen wir Gesundheit, genau. Das ist der legendäre napoleonische Mann. Das Schleichen haben wir hier. Das kostet alles so viel Geld. Obwohl, wir sind eigentlich schon relativ gut ausgestattet, nicht? Obwohl, nur unbedingt. Na gut, hey, brauchst du eigentlich auch nur Fernkampf. Warte mal, wo hatten wir denn hier Gesundheit und Fernkampf? Wir hatten doch hier irgendwas, oder? Dachte ich. Hier, komm, für 23.500 Livre ist das auch schon gut. Beine, ja. Oh, ja, Beine können wir auf jeden Fall. 150.000. Ja gut, so viel zum Thema Beine können wir auf jeden Fall. Okay. Gut, da hätten wir das schon mal, mehr oder weniger. Und dann geht es ab zu Cassins Sternbilder. Vielleicht werden wir ja mit dieser Assassinin, also ich gehe mal davon aus, dass es eine Assassinin ist, vom Namen her, vielleicht ein paar... Ein paar Sternbilder, ganz romantisch, unter dem Nachthimmel anschauen. So, wir müssen aber jetzt erstmal die gute Frau irgendwie finden. Achso, wir können einfach hier reinsteigen. Oder auch nicht, wir müssen hier raus, okay. Bonjour! 5.000. Unterlagen des Cassini aus den Pariser Sternwartebergen. Ich bin der Comte Cassini. Ja. Bis vor ein paar Monaten war ich der Leiter des Pariser Observatoriums. Die Nationalversammlung mischt sich in alles ein. Wir sind gezwungen, aufs Land zu fliehen. Doch ich habe törichterweise äußerst wichtige Aufzeichnungen im Observatorium gelassen. Es wäre wunderbar, wenn ihr mir diese bringen könntet. Ja, klar. Aber erst muss ich dieses wundervolle Pferd begutachten. So ein Pferd hätte ich gerne in Assassin's Creed 3 gehabt. Genau so ein Pferd. Mehr oder weniger.
Schub. Kein Durchgang! Der sich uns entgegenstellt, stirbt! So, sorry. Warum weiß ich überhaupt Oh Gott. Huch. Durchbohrt ihn von der Seite. Boah, das war ja voll cool. Ey, das war voll cool. Ey, Leute, seid ihr einfach alle irgendwie ein bisschen doof? Ja. Verdammt, ich hatte nicht gesehen. Was blenden wir den nochmal? Ne, warte mal. Ist aber hier mal hier die Glocke? Gut, dann halt. Nein! Oh. Ich mach keine Finte, bei mir ist alles hier knallhart. Boah. Verdammt. Ich hab gedrückt! Oh nein! Oh. Was ist denn los? Ich hasse dieses Spiel, Entschuldigung. Das ist Stufe 3. Der Pustekuchen. Komm näher und. Warum kann es nicht immer so sein? Verfluchter Gemäßig! Boah, das ist ja voll cool. Seit wann kann ich denn solche coolen Tricks? Nö. Muss ich hier hoch? Ich weiß es gar nicht. Komm, ich geh einfach mal hier hoch. Einen Moment mal. Seltsam. Hey, wo ist der denn? Wirklich seltsam. Hä? Kann doch hier hoch. Arno. Nein! Hä? Ich wollte ihn da oben. Einmal mit Profis arbeiten. Zu langsam. Verfluchter Verräter. Eine Schande, das verliert dein Tempo, toter Mann. Ich glaube nie. Zack. Tja, dann lauf doch mal nach Hause, Kollege, wenn jetzt alles so viel wird. So viel zum Thema. Ja, die waren ganz einfach. Ja. Doch, Arno. So. Auf ein neues. Du, Bürger! Warum? Ich will dir nur das Hirn eindrücken. Na, wir nehmen erstmal den hier. Dann den. So. Weil. Ich gebe nicht am meisten auf den Senkel. So. Kletter jetzt hoch. Hab dich! Dass ich dann nicht gleich einfach auf die draufschlagen kann, ich verstehe das immer noch nicht. So. So, jetzt stehen wir die. Fast 10 Minuten für diese eine Aufgabe. Das ist bestimmt hier unten, genau.
blöder Zauderer! Der Ernst? Hallo. Ach, anonym werden. Das sieht mich doch eh nicht mehr, der Kollege. Aber der Breakdance ist nicht mehr da. Greift ihn von hinten an! Guck mal, ich kann gar nicht mal ausreißen. Glücklicher Bastard! Die schießen einfach. Hä? Warte, warum haben die denn überhaupt jetzt hier das Observatorium in ihrer Mangel? Das verstehe ich auch wieder nicht. Aber ich muss ja auch nicht alles verstehen. Immerhin kriegt man Medizin. So, dann stehlen wir mal den Spaß. Genau, müssen wir jetzt das nun rübergeben. Dann haben wir's. Gassini. Sprechen. Obwohl, mir hätte eigentlich auffallen müssen, dass es eine italienische Dame ist. Ja, nee, komm. Lass mich in Ruhe! Leave me alone! Sana Ferio! Ein Glück. Diese Aufzeichnungen bestätigen einige meiner Theorien. Aha. Was mein Mann damit sagen möchte, vielen Dank für eure Hilfe. Kein Problem. Lass uns gehen, meine Liebe, solange wir noch können. Und 5000. Das schmeckt gut. Das schmeckt sehr, sehr gut. So, dann haben wir die chemische Revolution. Oh. Mal gucken, ob das ein bisschen einfacher geht als das Observatorium. Da haben wir schon die ersten Schwierigkeiten. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Steuerung, ich weiß, ich fange immer von der Steuerung an, aber dass die in den anderen beiden Teilen intelligenter irgendwie gewesen ist. Zumindest kommt mir das so vor. Was soll ich da tun? Wo kann mein Mann nur stecken? Ich will hier rein, Arno. Den bekannten Chemiker Antoine Lavoisier retten und seine Formel bergen. Madame Lavoisier, was ist geschehen? Mein Mann und ich wollten gerade ein Experiment mit giftigem Gas durchführen. Doch dann ging er spazieren und kam nicht zurück. Ich bin äußerst besorgt wegen dieser Anhänger von Marat. Alles Schurken und Halunken. Man findet sie häufig beim Pantheon. Keine Sorge. Ich finde ihn. Gut. Madame Lavoisier, Marie-Anne Pirette. Pause wurde 1758 geboren, heiratete mit gerade einmal 13 Jahren Antoine Laurent Lavoisier, jenen Chemiker, der für seine Massenerhaltungsgesetze berühmt werden sollte. Sie folgte den Interessen ihres Gatten und begann selbst mit einem ernsthaften Studium der Chemie, sodass sie im Anschluss eine aktive Rolle bei den wissenschaftlichen Experimenten und Entdeckungen ihres Ehemanns spielte. Zusätzlich zu ihrer Arbeit im Labor übersetzte sie Bücher aus dem Englischen ins Französische, wodurch Antoine Laurent seine wissenschaftlichen Kenntnisse erweitern konnte. Nach der Hinrichtung ihres Mannes protestierte sie vehement gegen die willkürliche Art des Verfahrens. Pflichtbewusst bewahrte sie das Andenken an ihren Gatten für die Nachwelt, indem sie seine Unterlagen sorgsam zusammenstellte und die posthume Veröffentlichung seither seiner Memoiren organisierte. Aber tue ich vielleicht nicht einigen Schülern einen Gefallen, wenn ich den jetzt einfach nicht rette und die Formeln berge? Ich weiß noch nicht, welche Formel Massenerhaltungsgesetz. Sagt mir jetzt so spontan nichts.
Lau. Bleib stehen und ist. Bleib stehen. Ja, was sagen wollte, mache ich oder tue ich nicht einigen einen Gefallen, wenn ich ihn einfach jetzt seinem Schicksal sich selbst überlasse? Und seine Formeln nie ans Tageslicht kommen? Und die dann einige schön nicht auswendig lernen müssen oder verstehen müssen? Hast du ein Erhaltungsgesetz? Vielleicht hat das in irgendeinem Studium dann, in irgendeinem Chemiestudium oder im Chemieleistungskurs. Aber ich glaube, im normalen Unterricht hat man das nicht gehabt. Warte mal. Oh, jetzt geht doch mal aus dem Weg, meine Güte. Da oben ist es. Wo ist denn das in Notre Dame? Achso, das ist Licht. Ich dachte, was ist denn da hervorgehoben? Das machen wir mal ein andermal. Oder hätte sich auch da durchquetschen können, Arno. Meine Güte, was sind das alles für Assassinen? Ich verstehe das nicht. Geh doch mal aus dem Weg hier, bitteschön. Oh, genau, schieß auf die Menschenmassen, du blöder Heini. Und jetzt lauf doch mal, Arno, mein Gott. Die Menschen kann... Oh, ey, ich bin mir grad richtig auf den Senkel. Genau, schieß mich einfach tot. Ist mir auch komplett schnurzpiep egal. Ich hab die Schnauze voll hier. Ah, hallo. Hör doch mal auf mich jetzt hier die ganze... Ich habe auch keine Medizin mehr. Ja, genau. Komm, ich synchronisiere mich einfach. Oh, jetzt nehmt ihr doch einfach mal hier. Danke. Es geht mir wirklich auf den Senkel. Also das Kampfsystem finde ich nicht überragend. Davon sind wir dann in Hogwarts angelangt. Da fand ich das wirklich viel, viel schönerer. Klar, es war ein bisschen manchmal OP, aber wir sind wirklich in Hogwarts angelangt. Also manchmal nicht so viel verlangen, dass der Arno vielleicht einige Paraden abwickeln kann. Achso, wir müssen jetzt verfolgen, okay. Wer? Ich habe überhaupt nichts gemacht. Ich war es mal ausnahmsweise nicht. Schon irgendwie ein bisschen lustig wieder läuft. Ja, das ist gut. Aber alles gut. Hä? Was redet ihr denn da? Das war, glaube ich, Pferdekot. Nicht mehr, nicht weniger. Aber ich hatte es ja auch mit. Mit seiner Mutter oder mit seinem Vater verwechselt, kann ja auch sein. Dass eine gewisse Ähnlichkeit vorhanden gewesen ist. Und vor allem, warum hat denn der hier eine Fackel an? So hell genug draußen. Oder ist das sein Weg der Erleuchtung? Ich meine, jeden, wie es beliebt, aber. Warum? Wieso? Weshalb, warum? Und kommt der Typ mal an sein Ziel an? Hallo? Hey, wenn du Spaß hast, kann ich dir gern mal die Gedärme rausschneiden. Okay, mein Mikro war gerade die ganze Zeit schon. Entschuldigung. Ich habe mich schon wieder aufgeregt über denjenigen, der wieder hier sich über den Pferdekot hergemacht hat. Auch wenn der Facker. Was ist denn hier alle mit. Was ist mit denen los?
Was? Du, vielleicht sehen sie ja auch mit der Fackel ein bisschen besser. Aber schon mal schön ist, dass er sich nicht die ganze Zeit umdreht. Och man, wann ist denn der endlich mal da? Oh man, ich muss ihn verfolgen. Also wenn ich es eliminiere, ist es ja wieder vorbei, oder? Okay. Er kann noch mal ein bisschen schneller gehen. Wir kommen mal schneller ans Ziel. Das ist schon wieder, ist das wieder dieser Fackelmann? Irgendwas mit Identität, glaube ich, habe ich gerade verstanden. Guck mal, da tut sich bestimmt wieder hin. Schau an, ihr habt aber Spaß, was? Wenn ich euch ein Messer zwischen die Rippen jage, habt ihr den dann immer noch? Oh, was ist denn da ein Problem? Sie knien sich hier in Pferdekot hin und fragen, was ist hier geschehen? Und dann werden die so aggressiv. Hier ist auch so ein Fackelmann. Hallo. Da kommt doch mal ans Ziel an, oder? Aber er läuft auch, als würde ihm ganz Paris gehören. Hä? Was war denn das jetzt? Ich bin jetzt überfordert. Ich bin einfach überfordert mit der Gesamtsituation. Guck mal, es hockt es sich wieder hin. Seht ihn. Komm sofort zurück. Ich mach Hackfleisch aus dir. Sofort stehen bleiben. Komm, ich versuche. Hä? Oh Gott. Das bin dann wieder mal ganz entspannt. Das war jetzt cool, Arno. Also manchmal beeindruckst du mich auch. Mit deinen Fähigkeiten. Die haben meine Formel. Wir müssen sie aufhalten. Die Rauchbomben, die ich für euch Assassinen gemacht habe, ich habe sie mit Gift versehen. Einer der Kerle hier hat die Formel. Ich finde sie. Geht und beruhigt eure Frau. Aber den Papierkram könnt ihr dann alleine weg bekommen. Was macht denn die Holzgabel hier? Ich bleibe mit Sicherheit nicht, denn ich bin nicht doof. Wir müssen jemanden finden, der das gekritzt hat. Okay. Ach so. Ups. 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 Brennt die ganze Hütte nieder. Okay. Beine in die Hand nehmen. War das denn jetzt erfolgreich oder eher nicht? Würde eher sagen, eher nicht, oder? Und rüste ihn für die ganze Mannschaft. Hallo? Das musst du bereuen! Mörder, mörd ihn! Ach.
wird müde werden. Weiter! Verdammt, ich hab dich nicht gesehen. Oh, oh Gott, wo bin ich? Zack. Danke, meine Freunde. Geduld, übertreib es nicht. Sehr schön. Gesetzloser, ich mach du. Euresgleichen ist am Ende. Verdammt. Was mache ich denn? Zusammen schaffen wir das. Zack. Tut mir leid. So. Ja, Grand Dieu. Großer Gott. Was ist es diesmal? Nix. Nur ein paar Tote. Nix Schlimmes. Warte mal, wo ist denn der Lavoisier? Dort. Komm, nehmen wir das einfach mal. Den Jardin de Luxembourg. Ich muss unbedingt Medizin kaufen gehen. Wenn ich das nächste Mal in einem Geschäft vorbeigehe. Und es nicht vergesse, dass ich Chemie, sage ich schon, Medizin kaufen muss. Komme ich hier irgendwo durch? Ich glaube hier. Ah, warte mal. Was sehe ich denn da? Hallo. Ich brauche Medizin. Sie Medizin? Warte mal. Bin er schon unterwegs? Ja. So. Dann geht es auf zum Lavoisier. Und dann haben wir doch ein bisschen längerer gebraucht, als ich zunächst angenommen hatte, um die zwei Assassinenaufgaben zu erledigen. Ich mach Hackfleisch aus dir. Also will ich sehen, mein Freund. Anno, wir sind so froh, euch zu sehen. Mein guter Herr, ist die Formel in Sicherheit? Wir wussten, auf euch ist Verlass. Yay. Schön. Schön. Und da haben wir jetzt, ich glaube hier genau, die Concert-Methode. War das schon vorher da? Ich weiß es gar nicht. Dann hatten wir die amerikanische Gefangene, der schwebende Junge. Das konnten wir, glaube ich, nicht alles machen. Das haben wir noch. Obwohl, nee, das ist wohl zu schwer für uns. Ja, dann haben wir noch die drei Assassin-Missionen vor uns. Dann haben wir noch einen mysteriösen Mord. Wir müssen mal gucken, ob wir das in einer Folge packen können oder ob der Mord war dann ein bisschen zu, ja, zu lange andauern wird. Aber dann siehst du dann schon sehr, sehr schön aus, sehr übersichtlich, abgesehen von den vielen roten Truhen und Kokarden, die wir noch hier haben. Aber ja, es bessert sich langsam. Und ja, ich hoffe, euch hat die heutige Folge gefallen und dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen werden.